Der Krieg in der Ukraine bewegt Menschen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, auch in der Landeshauptstadt, wollen helfen. Ein Beweis dafür ist die Anzahl an Spenden. Am 1. März wurde eine Spendenannahmestelle in der ehemaligen Postfiliale am Berliner Platz eingerichtet. Das Deutsch-Ukrainische Kulturzentrum e.V. nimmt dort Sachspenden entgegen. Marin Jacobi ist Integrationsbeauftragte in Schwerin und überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort. Die Lage ist so, dass die Spendenbereitschaft der Schwerinerinnen und Schweriner gigantisch ist. Das führt dazu, dass jetzt der erste Standort bereits überfüllt war und hier der zweite Standort Alte Post sehr, sehr gut ausgebucht ist. Es wird also auch immer darauf gewartet, dass wieder Transporte in die Ukraine losfahren können, um wieder Platz zu schaffen. Das sieht man ja auch daran, dass hier sehr viel los ist. Der 13. Jahrgang des regionalen beruflichen Ausbildungszentrums der Landeshauptstadt Schwerin startete in der vergangenen Woche einen Spendenaufruf und sammelte Geld sowie Sachspenden. Das Engagement der Klassenkameraden war der Schülerin Ina Marie Wittkopf zufolge außergewöhnlich. Am Ende kamen zwei volle Transporter und Geld in Höhe von 932 Euro zusammen. Wir haben im Unterricht darüber gesprochen mit unserer Klassenlehrerin und haben dann für uns den Entschluss gefasst, dass es sinnvoll wäre, dass wir eine Spendenaktion starten. Haben dort die ganze Schule, also unser Fachgymnasium und die Berufsschule mit involviert. Und ja, da haben die Schüler zahlreich darauf reagiert, was uns natürlich auch sehr freut und sehr stolz macht. Die Spenden werden laut Jacobi direkt vor Ort in der alten Postfiliale nach Kategorien sortiert und für den Weitertransport vorbereitet. Es sind teilweise auch Pakete, die direkt vor Ort gepackt werden, zum Beispiel für Kinder, wo dann Babynahrung, Kleidung etc. alles enthalten ist. Und dann wird immer geguckt, wo fährt wieder ein Bus, wo fährt ein LKW in die Ukraine und alles wird direkt dorthin gebracht und in die Unterkünfte für die Frauen und Kinder, die hier schon vor Ort angekommen sind. Die Annahmestelle hat von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es werden weiterhin Spenden angenommen. Auf der Website schwerin.de/Ukraine können Sie nachlesen, was genau benötigt wird. Die Stadt bittet von Spenden, von Gegenständen oder Lebensmitteln, die nicht auf dieser Liste stehen, abzusehen.